Pakun ist ein Wasserlieferant, der an einem belebten Spielplatz vorbeikommt. Ein Mädchen bemerkt ein Glitzern am Boden. Eine Münze. Bevor sie sich schnappen kann, steht schon ein Fuß eines Jungen darauf, der es für sich beansprucht. Das Mädchen, das nicht einfach klein beigeben möchte, schlägt ein Glücksspiel vor. Wenn es Kopf ist, gehört sie dir. Wenn es Zahl ist, dann gehört sie mir. Der Junge, der die Bedeutung von Kopf nicht kennt, ist verwirrt, als er das Gesicht der Münze sieht. Als das Mädchen ihren Preis einholt, versucht der Junge danach zu greifen. Seine Aufmerksamkeit wird jedoch durch den Anblick ihres gebrochenen Fingers abgelenkt. Das Mädchen, das sich ihrer eigenen Verletzung nicht bewusst ist, beobachtet, wie Hun schnell handelt. Er nimmt ein Eis von einem Kind in der Nähe, isst es schnell und benutzt den Stiel als temporäre Stütze. Mit dem Haargummi des Mädchens befestigt er den Stiel, um ihren gebrochenen Finger Halt zu geben. Die Menschen auf dem Spielplatz erkennen bald, dass ihr Wasserlieferant kein gewöhnlicher Mann ist. Er ist ein professioneller Arzt. Nachdem die improvisierte Behandlung beendet ist, fordert Hun seine fällige Bezahlung. Das Mädchen argumentiert jedoch, dass sie nie um seine Hilfe gebeten hat. Ihre Unterhaltung wird durch die Ankunft dessen Vater unterbrochen, der sie prompt wegführt und Hun allein auf dem Spielplatz zurücklässt. In einem Wirbel der Sorge bringt der Vater seine Tochter schnell ins Krankenhaus. Der Arzt untersucht den gebrochenen Finger des Mädchens und lobt die schnelle Reaktion der Person, die den provisorischen Gips angelegt hat. Wer hätte gedacht, dass ein Eisstiel so vielseitig sein könnte, sinniert er. Anschließend weist der Arzt eine Krankenschwester an, die Patientin zum Röntgen zu bringen. Anstatt sie zu begleiten, deutet die Krankenschwester auf einen blauen Streifen am Boden, der zum Röntgenraum führt. Während sie die Krankenhauskorridore auf der Suche nach der Radiologieabteilung durchqueren, stoßen sie auf ein bekanntes Gesicht. Hun, der eine Wasserlieferung macht. Als er ihre Verwirrung sieht, hilft Hun. Doch bald bemerkt er, wie der Vater sich an die Brust greift und sein Gesicht schmerzerfüllt verzieht. Hun legt seine Hand auf die Brust des Mannes und fragt, ob er Probleme beim Atmen im Schlaf hat. Der Vater besteht darauf, dass es ihm gut geht. Aber sein schmerzverzerrtes Gesicht erzählt eine andere Geschichte. Mir geht's gut, erzählt er. Ich übe nur meinen Eindruck einer Tomate. Bevor er Hilfe holen kann, werden alle Ärzte wegen eines großen Unfalls in den Notfallraum gerufen. Ein Bus und ein LKW hatten einen Streit darüber, wer Vorfahrt hat. Und 15 Menschen wurden Opfer des Geschehens. Während die Ärzte den Betroffenen helfen, beginnt der Vater des jungen Mädchens sich wirklich schlecht zu fühlen. Das junge Mädchen versucht, eine Krankenschwester um Hilfe zu bitten, aber alle sind zu beschäftigt. Es ist, als würde man versuchen, in einem überfüllten Restaurant die Aufmerksamkeit eines Kellners zu gewinnen. Voller Angst und allein schreit das Mädchen laut. Für einen Moment schauen alle zu ihr. Aber dann machen sie weiter mit dem, was sie taten. Genau in diesem Moment kommt eine Ärztin namens So-Hyun zu dem Mädchen und fragt, was los ist. Als sie von seinem Vater hört, beginnt So-Hyun, ihn zu untersuchen. Aber dann passiert ein weiterer Notfall und So-Hyun muss gehen. Sie sagt Dr. Kim, dass er sich um den Vater des jungen Mädchens kümmern soll, der für ein Röntgen- und Bluttests weggebracht wird. Besorgt um das Mädchen und ihren Vater, beschließt Hun, mit ihnen zu gehen. Im Aufzug fällt der Vater des jungen Mädchens in Ohnmacht und stürzt zu Boden. Hun und der Arzt legen ihn schnell auf den Boden, um ihm zu helfen. Dr. Kim glaubt, es sei eine Lungenentzündung und beginnt sich darauf vorzubereiten, dem Mann einen Schlauch in den Mund zu stecken, um ihm beim Atmen zu helfen. Aber Hun fühlt den Brustkorb des Mannes und weiß genau, dass er einen Herzinfarkt hat. In diesem Moment kommt Dr. Kim zurück und beginnt, den Schlauch in den Mund des Mannes zu stecken. Aber Hun hält ihn auf und sagt, dass der Mann einen Herzinfarkt und Herzversagen hat. Anfangs glaubt Dr. Kim ihm nicht. Aber dann bittet Hun, ihn auf das Herz des Mannes zu hören. Als Dr. Kim das tut, hört er, dass es tatsächlich ein Herzinfarkt ist. Dr. Kim beginnt mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, während eine Krankenschwester den Defibrillator holt. Hun übernimmt die Führung und verwendet den Defibrillator, um dem Herzen des Mannes einen elektrischen Schock zu verabreichen. Bald fängt das Herz des Mannes wieder an zu schlagen. Er wird schnell in den Operationssaal gebracht, um sich auf die Operation vorzubereiten. Aber die Ärzte sind so beschäftigt mit den Unfallopfern, dass sie nicht einmal Zeit für eine Tasse Kaffee haben. Geschweige denn für ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Dr. Kim versucht, einen Chirurgen zu finden, aber niemand ist frei. Angesichts dessen beginnt das junge Mädchen zu weinen. Sie fleht Hun an, die Operation an ihrem Vater vorzunehmen. Aber Hun sagt, er kann nicht, weil er sonst seine Lizenz verlieren könnte. Als er gerade gehen will, gibt ihm das Mädchen eine Münze aus ihrer Tasche als Bezahlung für die Operation und fleht ihn an, das Leben ihres Vaters zu retten. Angesichts der Verzweiflung des jungen Mädchens beschließt Hun schließlich, ihr zu helfen. Vorsichtig betritt er den Operationssaal. Die anderen Ärzte erkennen schnell, dass er nicht einer von ihnen ist. Aber Hun lässt sich davon nicht aufhalten, als er mit der Operation beginnt. Die zuschauenden Ärzte sind erstaunt über seine sorgfältigen Schnitte, die keine Blutungen verursachen. Unterdessen beobachtet Dr. Moon die Operation von oben. Als er Huns Fähigkeiten sieht, fragt er Dr. Kim, warum der Patient nicht blutet. Dr. Kim sagt, dass er es nicht weiß. Wer hätte das gedacht? Unser ungewöhnlicher Wasserlieferant, Hun, war tatsächlich einer der besten Herzchirurgen Nordkoreas. Obwohl er wie jeder andere aussah, besaß er erstaunliche medizinische Fähigkeiten. Es gab diese eine Zeit, als er in Nordkorea operierte und der Strom ausfiel. Aber er geriet nicht in Panik.
Er beendete die Operation und rettete den Patienten. Doch das Leben nahm eine seltsame Wendung und er landete in Südkorea. Nun führt Hoon eine Operation am Vater des jungen Mädchens durch. Soo-hyun, eine Ärztin, kommt in den Operationssaal und sieht, dass Hoon kein Arzt dort ist. Sie sagt ihm, er solle aufhören, aber Hoon sagt, er werde nur aufhören, wenn sie übernehmen kann. Die anderen Ärzte unterstützen ihn, weil sie sehen, wie gut er ist. Eine der Ärztinnen sagt Soo-hyun, dass sie Hoon nach der Rettung des Patienten befragen können. Soo-hyun wird wütend und ruft den Sicherheitsdienst. Aber diese kommen nicht rechtzeitig, wahrscheinlich aufgrund eines Staus oder einer Kaffeepause. Hoon hat die Operation beendet und ist gegangen. Er ist so schnell, dass sie darüber nachdenken, ihn das nächste Mal aufzuhalten und einen neuen Weltrekord aufzustellen. Soo-hyun findet Hoon mit Hilfe des Sicherheitsdiensts. Sie ohrfeigt ihn, weil er eine illegale Operation durchgeführt hat. Hoon wehrt sich und sagt, dass sie einen Patienten verlassen hat, der Hilfe brauchte. Soo-hyun versucht, ihn erneut zu schlagen, aber Hoon hält sie auf, doch sie trifft ihn mit ihrer anderen Hand. Inmitten all dessen bekommt Soo-hyun einen Anruf von Dr. Kim. Er teilt ihr mit, dass der Patient in einem schlechten Zustand ist und Anzeichen einer Herzrhythmusstörung zeigt. Soo-hyun denkt darüber nach, die Polizei zu rufen, aber Hoon schlägt vor, dem Patienten 20 Milliliter Magnesium zu geben, um ihm zu helfen. Zur gleichen Zeit kümmert sich ein anderer leitender Arzt im Krankenhaus, Jae-hyun, um den Vater des jungen Mädchens. Angesichts des schlechten Zustands des Patienten sagt Jae-hyun seinem Team, ihm 20 Milliliter Magnesium zu geben. Erstaunlicherweise verbessert sich der Zustand des Patienten, was Soo-hyun schockiert, da Hoon dieselbe Behandlung vorgeschlagen hatte. Obwohl Soo-hyun zugibt, dass Hoon gut ist, will sie, dass er wegen der Durchführung einer Operation ohne Erlaubnis festgenommen wird. Jae-hyun tritt ein und sagt Hoon, dass er eine Erlaubnis benötigt, bevor er in einem Krankenhaus, in dem er nicht arbeitet, eine Operation durchführt. Da es dem Patienten jetzt gut geht, lässt Jae-hyun Hoon gehen, sagt ihm aber, dass er nicht ins Krankenhaus zurückkehren soll. Als Hoon geht, versucht Dr. Min mit ihm zu sprechen. Aber Hoon denkt, dass Dr. Min ihn bestrafen will, also rennt er weg vom Krankenhaus. Er flieht vor Dr. Min, weil er nicht seine Lizenz verlieren will. Obwohl er nicht in einem großen Krankenhaus arbeitet, wird er dreimal mehr bezahlt als ein normaler Arzt. Das liegt daran, dass seine Patienten Gangster sind. Da sie von der Polizei gesucht werden, können die Handlanger sie nicht in ein reguläres Krankenhaus bringen. Es ist wie ein VIP-Service, aber statt Champagner und Kaviar gibt es Nähte und Verbände. Eines Tages kam ein Patient mit einer Blinddarmentzündung. Hoon begann die Operation und verlangte viel Geld. Aber als die Handlanger ihn statt zu bezahlen angreifen wollten, zeigte er ihnen die offene Wunde ihres Bosses, die offen bleiben würde, bis sie ihn bezahlten. Jetzt mussten die Männer Hoon bezahlen. Hoon lehnte eine Kartenzahlung ab und sagte ihnen, sie sollten ihm Bargeld geben. Als die Handlanger versuchten, ihm die Hälfte zu zahlen, verletzte Hoon den Boss erneut und bekam schließlich die volle Zahlung. Zurück in der Gegenwart versucht Dr. Moon, Hoon einzuholen, aber Hoon entkommt mit seinem Lastwagen. Dr. Moon folgt ihm zu seiner Klinik und bittet ihn, dem Krankenhausteam beizutreten. Zuerst will Hoon nicht, aber dann sieht er die Anzahlung von $50.000. Seine Augen leuchten wie die eines Kindes in einem Süßwarenladen. Nun, wenn Sie es so sagen, sagte er, wie kann ich da Nein sagen? Der Grund, warum er so viel Geld brauchte, geht zurück auf die Zeit, als Hoon Herzchirurg in einem Militärkrankenhaus war. Eines Tages wurde ihm gesagt, er solle einem Mann ein neues Leben schenken, indem er ihm eine Niere transplantiert. Die Spenderin war die Tochter des Mannes. Aber als Hoon ein rotes Band am Handgelenk des Mädchens sah, war er schockiert. Es war dasselbe Band, das er seinem Freund Song-ye gegeben hatte, als sie Kinder waren. Als er das Gesicht der Frau sah, stellte er fest, dass das Mädchen seine Freundin war, die von der nordkoreanischen Regierung entführt worden war. Anstatt das Leben des Mannes zu retten, rettete Hoon das Leben der Tochter. Er floh mit Song-ye und plante, Asyl zu beantragen. Doch sein Plan lief schief, als die Regierung sich gegen ihn und sich auf die Seite der Nordkoreaner stellte, die sein Leben zuvor durcheinandergebracht hatten. Während er vor den Nordkoreanern floh, geriet er in eine Falle. Song-ye nahm eine Kugel für Hoon auf und endete hängend an einem Geländer. Beim Versuch, sie zu retten, wurde auch Hoon angeschossen. Seine Belohnung für all diese Mühe? Ein glänzendes Paar Handschellen von der südkoreanischen Polizei. Ein paar Tage später erhielt er schockierende Nachrichten. Song-ye war am Leben und wurde nach Nordkorea zurückgebracht. Um seine Liebe wiederzusehen, bat Hoon Mr. Kim um Hilfe, eine Person, die dafür bekannt war, Menschen aus Nordkorea zu retten. Mr. Kim teilte Hoon mit, dass er Song-ye in einem nordkoreanischen Lager gefunden hatte und zeigte ihm sogar ein Video als Beweis. Aber die Rettung war teuer. $50.000. Hoon hatte nicht genug Geld, bis er Dr. Moon traf. Er machte ihm einen Deal. Hoons Rettungsmission nimmt eine überraschende Wendung, als seine Freundin, On-min, ihm erzählt, dass sie Song-ye im Krankenhaus gesehen hat. Hoon geht schnell mit Dr. Moon ins Krankenhaus, um Song-ye dort zu suchen, aber er kann sie nicht finden. Wütend auf Mr. Lim wegen der Lüge, fragte Hoon ihn, wo Song-ye ist, da er sie im Krankenhaus gesehen hat. Mr. Lim sagt, dass er vielleicht jemand anderes gesehen hat, denn wenn es Song-ye gewesen wäre, hätte sie sich bei ihm gemeldet.
Über Mr. Lims Worte nachdenkend, beruhigt sich Hoon und verlässt den Laden. Als Hoon geht, überschüttet ein Fremder Mr. Lim mit Geld und offenbart, dass der Puppenspieler hinter den Befehlen für Hoon und Song-Jae diese geheimnisvolle Person ist. Nachdem er sich mit Dr. Moon geeinigt hat, erhält Hoon Schecks über $50.000. Er reißt schnell alle Schecks in zwei Hälften und gibt nur eine Hälfte an Mr. Lim. Er sagt, dass die anderen Hälften ausgehändigt werden, sobald der Auftrag erledigt ist. Mit diesen Worten verlässt Hoon den Laden und lässt Mr. Lim so genervt zurück wie eine Katze in einer Badewanne. Hoon bekommt schließlich einen Job im Krankenhaus. Aber er und So-Hyun verstehen sich nicht. Er hält sie für eine schlechte Ärztin und sie denkt, er halte sich nicht an die Regeln. Eines Tages wird ein Patient sehr krank und die Ärzte wissen nicht, was zu tun ist. Sie hatte ein Papier unterschrieben, dass sie keine Maßnahmen wie CPR zur Lebensrettung wünscht. Aber Hoon kann nicht einfach zusehen, wie sie stirbt. Er versucht, sie mit aller Kraft zu retten, indem er Elektroschocks und CPR anwendet. Während er versucht, sie zu retten, sieht Hoon ein Band an ihrem Handgelenk, das ihm bekannt vorkommt. Es ist dasselbe, das er Song-Jae gegeben hatte, und das weckt mehr Nostalgie als ein Klassentreffen. Er will wissen, wie sie es bekommen hat, also ruft er das Krankenhaus an, in das sie verlegt wurde, aber sie haben keine Informationen. So-Hyun findet heraus, was Hoon getan hat und wird wirklich wütend. Aber Hoon will die Patientin am Leben halten, damit er sie nach dem Band fragen kann. Er übt viel für eine schwierige Operation, um einen Tumor zu entfernen. So-Hyun steht in der Nähe der Patientin. Es stellt sich heraus, dass die Frau ihre Mutter ist, die sie verlassen hat, als sie ein Kind war. So-Hyun wollte bei ihrer Mutter bleiben, aber ihre Mutter sagte ihr, sie solle bei ihrem reichen Vater bleiben. So-Hyun versteht immer noch nicht, warum ihre Mutter sie verlassen hat. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter mehr leidet, also war sie wirklich wütend auf Hoon. Aber als ihre Mutter für einen Moment aufwacht und ihre Hand ergreift, entscheidet sich So-Hyun, alles zu tun, um ihr Leben zu retten. Sie ruft Jae-Yoon an, der auch ihr Freund ist, und bittet ihn, das Leben ihrer Mutter zu retten. Aber Jae-Joon kann ihr nicht helfen, weil der Vormund der Patientin, So-Hyuns Vater, ihm gesagt hat, diese Operation nicht durchzuführen. Der Grund dafür war, dass nur eine 5%ige Erfolgschance bestand und sie konnte keine Operation durchführen, bei der sie wussten, dass die Patientin sterben würde. So-Hyun, die wieder mit ihrer Mutter zusammen sein möchte, bittet Hoon, die Operation an ihrer Mutter vorzunehmen. Sie gibt ihm die Münze als Honorar. Berührt von ihrer Bitte, stimmt Hoon zu helfen. Die Patientin wird in den Operationssaal gebracht und bald schließt sich Hoon dem Operationsteam an. So-Hyuns Vater, Dr. Oh-Jun, der auch das Krankenhaus besitzt, sagt Hoon, er solle das Skalpell fallen lassen. Aber Hoon rebelliert und sagt, er habe das grüne Licht vom Vormund der Patientin, So-Hyun. Die Operation beginnt und Jae-Joon, So-Hyuns Freund, schließt sich Dr. Oh-Jun außerhalb des Operationssaals an. Zunächst läuft alles gut, bis sich der Zustand der Patientin verschlechtert. Sie erleidet ein Herzversagen während der Entfernung des Tumors und stirbt leider. Obwohl die Operation vorbei ist, kann So-Hyun nicht akzeptieren, dass ihre Mutter tot ist. Aufgebracht beginnt sie allein zu operieren und ignoriert Hoons Versuche, sie zu stoppen. Nicht bereit, sich der Wahrheit zu stellen, verliert So-Hyun sich in ihrer Trauer. In dieser schweren Zeit bleibt Hoon an ihrer Seite und bietet Trost und Unterstützung. Jae-Joon, der sieht, wie So-Hyun Hoon umarmt, ist unglücklich mit der Situation. Am nächsten Tag wird eine Tee einberufen, um zu besprechen, was Hoon während der Operation von So-Hyuns Mutter getan hat. Jae-Joon nutzt diese Gelegenheit, um Hoon zu kritisieren und zu sagen, dass die Operation durchgeführt wurde, obwohl sie wussten, dass die Patientin nur eine geringe Überlebenschance hatte. Hoon entschuldigt sich bei So-Hyun und akzeptiert den Fehler. So-Hyun bittet alle weiterzumachen und akzeptiert, dass der Chirurg sein Bestes gegeben hat. Aber Jae-Joon, der wie ein Hund, der einen Knochen nicht loslassen kann, an der Sache festhält, beschuldigt Hoon, die Operation nur für das Geld durchgeführt zu haben. Überraschenderweise leugnet Hoon die Anschuldigung nicht, sondern gibt zu, dass es stimmt. Es scheint, als ob er sich entscheidet, So-Hyuns verzweifeltes Flehen um die Operation nicht zu erwähnen. Hoon fordert Jae-Joon schließlich auf, die Sache ruhen zu lassen. Als er gehen will, hält Jae-Joon ihn an. Diesmal wehrt sich Hoon und sagt, dass Jae-Joon nur Patienten auswählt, die eine gute Überlebenschance haben. Jae-Joon weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, also sagt er nichts. Nachdem alle gegangen sind, spricht So-Hyun mit Jae-Joon. Sie sagt ihm, dass er vielleicht wütend auf Hoon ist, weil er nicht an ihrer Mutter operieren konnte. Jae-Joon mag es nicht, dass So-Hyun auf Hoons Seite ist. Später geht So-Hyun zum Haus ihrer Mutter, findet es aber verschlossen. Bald trifft sie Song-Jae, die früher der Arzt ihrer Mutter war. Song-Jae stellt sich als Sony vor und schließt die Tür auf, um So-Hyuns ins Haus ihrer Mutter zu lassen. Drinnen zeigt sie So-Hyun eine Sammlung von Bildern aus wichtigen Ereignissen in So-Hyuns Leben, was sich anfühlt wie eine Reise in die Vergangenheit. Es zeigt, dass ihre Mutter sie die ganze Zeit beobachtet hat. Song-Jae erklärt, dass So-Hyuns Mutter dachte, So-Hyun wäre glücklicher bei ihrem reichen Vater. Sie hatte Angst, dass So-Hyun böse auf sie sein würde, wenn sie sie nicht ihm überlassen würde. Als So-Hyun dies hört, beginnt sie zu weinen. Als sie das Gesicht ihrer Mutter anstelle von Song-Jae sieht, tröstet Song-Jae sie. Währenddessen erhält Hoon einen Anruf von Mr. Lim, der ihm mitteilt, dass er Song-Jae gefunden hat.
Er bittet Huhn, sich in der Nähe seiner Klinik mit dem Rest der Shacks zu treffen. Aber bevor Huhn mehr mit Mr. Lim besprechen kann, taucht ein geheimnisvoller Mann aus dem Nichts auf. Er schießt auf einen Lastwagen, der daraufhin in Mr. Lims Auto kracht. Der Mann stellt sich als Jin Soo heraus, ein nordkoreanischer Offizier. Er war verantwortlich an Huhns Flucht. Seine Vorgesetzten beschuldigten ihn des Verrats, schnitten ihm einen Finger ab und warfen ihn aus der Organisation, als Strafe dafür, dass er Huhn verloren hatte. Jetzt will er sich an Huhn rächen. Aber er und Song Jae arbeiten auch an einer anderen Mission. Zurück in der Gegenwart ist Mr. Lim schwer verletzt und benötigt sofort eine Operation. Huhn eilt in seine Klinik und bereitet sich auf die Operation vor. Dr. Moon kommt und versucht, Huhn davon abzuhalten, ihm zu sagen, dass er auf einen Krankenwagen warten soll. Aber Huhn mit der Geduld eines Kleinkindes beschließt, mit der Operation zu beginnen. Während der Operation stellt er fest, dass ein Rippenknochen gebrochen ist und ins Herz von Lim gestochen hat. Obwohl die Beleuchtung schwach ist, führt Huhn die Operation sehr gut durch, entfernt den Knochen aus dem Herzen und näht die Wunde zu. Dr. Moon ist erstaunt, wie gut Huhn unter solchen schwierigen Bedingungen mit wenig Beleuchtung und nicht viel Ausrüstung operieren kann. Kurz darauf kommt der Krankenwagen und Mr. Lim wird ins Krankenhaus für weitere Behandlungen gebracht. Aber Huhn hat Schwierigkeiten, Lim im Krankenhaus zu finden. Er fragt an der Rezeption, aber niemand scheint zu wissen, wo er sich befindet. Plötzlich erhält Huhn eine Nachricht von Lims Nummer, die besagt, dass er nach China gehen und nicht mehr in Kontakt sein wird. Als Huhn versucht, Lim anzurufen, gehen seine Anrufe nicht durch, weil das Telefon jetzt bei Gino ist. Es stellt sich heraus, dass Gino derjenige war, der Lim aus dem Krankenhaus verschwinden ließ. Wenn Lim Huhn gesagt hätte, wo Song Jae ist, wäre Ginos Plan ruiniert worden. Plötzlich erinnert sich Huhn daran, dass Gino gesagt hatte, er habe Song Jae im Flur gesehen. Als ihm klar wird, dass das Gebäude Überwachungskameras hat, beschließt er, das CCTV-Material zu überprüfen, um zu sehen, ob Song Jae da war. Er versucht, in den Sicherheitsraum zu gelangen, aber die Wachen werfen ihn raus. Als So Hyun von Huns Freundin aus Changi erfährt, beschließt sie, ihm zu helfen. Unter dem Schutz der Nacht schleichen sie sich in den Sicherheitsraum, in der Hoffnung, Song Jaes Gesicht auf den CCTV-Aufnahmen klar erkennen zu können. Aber das Bild ist verschwommener als ein Gemälde von Monet. So Hyun jedoch, mit einem Gedächtnis scharf wie ein Tech, erinnert sich daran, das Mädchen während ihres Besuches im Haus ihrer Mutter gesehen zu haben. Um einen besseren Blick auf Song Jae zu werfen, gehen So Hyun und Huhn in seine Wohnung und schauen sich das Video von Song Jae im Lager an. So Hyun erkennt sie sofort als die Frau, die ihre Mutter behandelt hat. Um mehr zu erfahren, gehen sie zum Krankenhaus, wo So Hyuns Mutter behandelt wurde. Sie fragen nach einer Frau namens Song Jae, finden aber keine Informationen. Als sie gerade draußen vor dem Krankenhaus stehen, nähert sich Song Jae ihnen. Huhn kann kaum glauben, dass Song Jae direkt vor ihm steht. Er zeigt ihr das Band und fragt, ob sie sich an ihn erinnert. Doch Song Jae sagt, sie kenne ihn nicht und dass sie das Band für einen Patienten gemacht habe. Trotz Huhns Versuchen, ihre Erinnerung zu wecken, zeigt Song Jae keine Anzeichen der Wiedererkennung und bittet ihn, sie in Ruhe zu lassen. Huhn folgt Song Jae ins Krankenhaus, während Soo Hyun versucht, ihn zu stoppen. Unbeugsam greift Huhn nach Song Jaes Arm, in der Hoffnung, ihre Erinnerungen zu wecken, doch sie besteht darauf, einen Patienten überprüfen zu müssen. Song Jae entschuldigt sich und lässt einen enttäuschten Huhn zurück. Soo Hyun bleibt an seiner Seite, um ihm Trost zu bieten. Dann zeigt sie ihm Song Jaes Social Media Profil und weist darauf hin, dass diese Song Jae, anders als seine echte Freundin, selten lächelt, was ihr Social Media Spiel so spannend macht, wie das Beobachten von trockener Farbe. Als Huhn ein Foto von Song Jae mit ihren vermeintlichen Eltern sieht, ist er schockiert zu erkennen, dass sie nicht die Eltern sind, die er kannte. Verstört von der ganzen Situation greift Huhn zum Alkohol und gesteht Soo Hyun, dass er an Song Jae festhalten wird, egal was passiert. Soo Hyun, die ein wenig eifersüchtig ist, weist darauf hin, dass Song Jae jemand ist, der ständig an ihn denkt und ihn zutiefst liebt. Daraufhin fragt Huhn, ob Jae Jun Soo Hyun so liebt, wie er Song Jae liebt. Soo Hyun gibt die Frage zurück und fragt, ob jemand sie so intensiv liebt, wie Huhn Song Jae liebt. Als Huhn beginnt, das Bewusstsein zu verlieren, berührt Soo Hyun zärtlich sein Gesicht und offenbart ihre Fürsorge für ihn, was möglicherweise auf tiefere Gefühle hindeutet. Es ist ein Moment, der selbst die kältesten Herzen schmelzen lassen könnte. Jae Jun ruft Soo Hyun an und fragt nach ihrem Aufenthaltsort. Wissend um Jae Juns Abneigung gegen Huhn, entscheidet sich Soo Hyun, ihm eine Notlüge zu erzählen. Nachdem er die beiden bereits umarmt gesehen hat, wird Jae Jun zunehmend misstrauisch bezüglich ihrer Beziehung. Nachdem sie einen Anruf von Soo Hyun erhalten hat, erscheint Song Jae, aber zu diesem Zeitpunkt sieht Huhn sie als einen Traum und driftet in den Schlaf ab. Mit Huhn schlafend entscheidet Soo Hyun, ihn ins Haus ihrer Mutter zu bringen. Als Soo Hyun Huhn ins Bett legt, greift er in einem halbbewussten Zustand nach ihr, als wäre sie Song Jae. Dieser Moment verstärkt Soo Hyuns Gefühle für Huhn und verkompliziert ihre emotionale Dynamik weiter. Ji, der Zeuge von Soo Hyuns und Huhns Nähe wird, stellt sie direkt zur Rede bezüglich ihrer Beziehung. Nachdem das Missverständnis geklärt ist, legt Soo Hyun die Ähnlichkeit zwischen Song Jae und Hyuns Freundin dar, was Ji den Grund hinter Huhns seltsamen Verhalten verstehen lässt.
Am nächsten Tag konfrontiert Jae-jun Hoon und fordert ihn auf, sich von Soo-hyun fernzuhalten. Als Hoon sie als Quacksalberin bezeichnet, verliert Jae-jun schneller die Fassung als ein Stier im Porzellanladen, packt ihn am Kragen und warnt ihn, nicht so über Soo-hyun zu sprechen. Als die Auseinandersetzung eskaliert, kommt Soo-hyun hinzu, was Jae-jun dazu bringt, Hoon loszulassen und sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Dr. Moon entdeckt, was Hoon durchmacht und fragt, ob Song-jae seiner Freundin ähnelt. Hoon antwortet, dass sie nicht nur seiner Freundin ähnelt, sie ist seine Freundin. Um ihre Identität zu bestätigen, bittet Hoon einen anderen Arzt, ihren medizinischen Bericht zu beschaffen. Da ihre beiden Nieren beschädigt waren und sie eine Nierentransplantation hatte, sollte sie jetzt nur noch eine Niere haben. Zunächst weigert sich das Sicherheitspersonal zu helfen. Aber Hoon gibt nicht auf. Er nimmt die Ultraschall-CD und spielt sie auf seinen Laptop ab. Der Ultraschall zeigt zwei Nieren, was eindeutig bedeutet, dass diese Song-jae nicht Hoons Freundin ist. Selbst nachdem er die Wahrheit herausgefunden hat, lächelt Hoon Song-jae immer noch an und denkt über ihre gemeinsame Vergangenheit nach. Er pflegte Song-jae zu umarmen und ihr zu sagen, dass sie den gleichen Herzschlag teilen. Auch wenn er herausfindet, dass sie nicht Song-jae ist, versucht Hoon sie zu umarmen, um ihren Herzschlag zu hören. Aber Song-jae stößt ihn weg und sagt ihm, er solle professioneller handeln. Als Soo-hyun Hoon nach seinen Handlungen fragt, scherzt er, dass nur zwei Menschen in der Welt den gleichen Herzschlag teilen und füreinander bestimmt sind. Als Scherz umarmt er Soo-hyun und deutet an, dass sie sein Schicksal sein könnte. Oder vielleicht ist es nur das scharfe Essen, das ich zum Mittag hatte, das meinen Herzschlag durcheinander bringt, neckt er. Soo-hyun, die bereits Gefühle für ihn hat, ist von diesem Schmerz verärgert und ohrfeigt ihm. Am nächsten Tag kommt eine neue Patientin ins Krankenhaus. Sie ist schwanger und hat einen instabilen Blutdruck, viel Luftleckage und Blutungen. Song-jae denkt, dass sie ihr Baby verlieren könnte, wenn der Blutdruck weiterfällt. Dr. Kim kontaktiert Jae-jun und informiert ihn über den Zustand der Patientin. Jae-jun bewertet die Situation und findet heraus, dass das Lungengewebe der Patientin zerrissen ist. Die Luft in ihren Lungen drückt auf ihr Herz, was zu einem Abfall des Blutdrucks führt. Gleichzeitig überprüft Hoon die Patientin und kommt zum selben Schluss wie Jae-jun. Ein zerrissenes Lungengewebe. Das große Problem ist, dass der niedrige Blutdruck die Blutzufuhr zum Fötus abschneiden kann, was die Patientin und ihr Baby in Gefahr bringt. Entschlossen, schnell zu handeln, entscheidet sich Hoon, die Operation sofort durchzuführen. Im Operationssaal beginnt Hoon mit einem Zwei-Lungen-Ventilationsverfahren. Außerhalb des Raums loben andere Ärzte Hoon und sein Team dafür, dass sie eine Patientin in kritischem Zustand erfolgreich stabilisiert haben, was den Flur in eine kleine Fanclub-Versammlung verwandelt. Wir kehren zurück in den Operationssaal, wo Hoon wirklich frustriert ist, als der Blutdruck der Patientin plötzlich fällt. Da Song-jae Anästhesistin ist, liegt es in ihrer Verantwortung, sich darum zu kümmern, als sie einen Fehler macht. Gibt Hoon ihr die Schuld. Soo-hyun tritt ein und sagt Hoon, er solle es zurückstecken. Sie sagt, es sei nicht fair, dass er Song-jae die Schuld gibt, nur weil sie nicht die Person ist, die er gesucht hat. Ohne auf die Spannung zu achten, konzentriert sich Hoon erneut und beschließt, mit einem Kaiserschnitt fortzufahren. Der Rest der Operation verläuft gut. Nicht nur das Leben der Frau wird gerettet, sondern auch das Leben der Zwillinge, die sie trägt. Die Zuschauer applaudieren dem Team für ihre großartige Arbeit bei der Rettung von drei Leben. Nach der Operation geht Dr. Moon zu Hoon und schlägt vor, weitere Tests an Song-jae durchzuführen, um zu überprüfen, ob ihre früheren medizinischen Berichte korrekt waren. Dr. Moon ist daran interessiert, weil er möchte, dass Song-jae seinem medizinischen Team als Anästhesistin beitritt. Aber nachdem er von der möglichen Verbindung zwischen Song-jae und Hoon erfahren hat, entscheidet Dr. Moon, dass sie sich einem CT-Scan unterziehen soll, um herauszufinden, ob sie eine südkoreanische oder nordkoreanische Spionin ist. Es ist wie eine medizinische Version eines Detektivromans. Jetzt, da Song-jae im Krankenhaus von Hoon ist, findet sie es einfacher, die Tests durchzuführen. Ein Mitglied der Krankenhausleitung hilft ihnen bei der Durchführung des Plans. Song-jae hat keine andere Wahl, als zuzustimmen. Sobald die Tests abgeschlossen sind, erhält Dr. Moon die CD mit Song-jaes CT-Scan. In der Zwischenzeit spricht Song-jae mit Jin-soo über die Tests. Der Mann warnt sie, vorsichtig zu sein und sagt, dass es in den medizinischen Unterlagen wichtige persönliche Informationen enthalten sein können. Später ruft Dr. Moon Sang-jae in sein Büro und teilt ihr mit, dass sie denken, sie könnte eine nordkoreanische Spionin sein. Dafür müssen sie ihren CT-Scan ansehen. Song-jae wird sehr wütend und sagt, dass Dr. Moon ihre Berichte ohne ihre Erlaubnis angeschaut hat. Hoon tritt ein, beruhigt sie wie ein Feuerwehrmann, der eine Flamme löscht, während er sagt, dass ihr CT-Scan unabhängig von ihren Gedanken betrachtet wird. Als Hoon in Song-jaes Augen schaut, sieht er Teile seiner echten Song-jae, ist sich aber nicht sicher, ob sie wirklich seine Freundin ist. Bevor Dr. Moon den CT-Scan ansehen kann, wird er von Mr. Choi gestoppt, dem ehemaligen Vorsitzenden des Krankenhauses und einem guten Freund von Hoons Chirurgenvater. Mr. Choi sagt, Dr. Moon, er solle den Bericht einer Person nicht ohne ihre Erlaubnis ansehen. Aber Hoon gibt nicht so leicht auf. Er setzt seine Nachforschungen fort. Er ist enttäuscht, als er herausfindet, dass Song-jae zwei Nieren hat. Verärgert verlässt Song-jae das Büro. Mr. Choi folgt ihr und sagt ihr, sie solle nicht sagen, was passiert ist. Als Dr. Moon und Hoon sich bei ihr entschuldigen, beschwert sie sich nicht.
Huhn kehrt in seine Klinik zurück und Mr. Choi schließt sich ihm dort an. Bald erzählt er Huhn, dass er plant, in wenigen Tagen nach Nordkorea zu gehen, um Song Jae zu finden. Da er ein Freund von Huhns Vater, Park Choi, war, entschied er sich, Huhn zu helfen, indem er Song Jae fand. Tatsächlich war er es, der Mr. Lim das Video von Song Jae im Lager gegeben hatte. Er wollte Huhn Hoffnung geben, bevor er ihm Song Jae gab. Aber bevor er sie nach Südkorea bringen konnte, verlor er sie wieder. Jetzt wissen weder Mr. Choi noch Huhn, wo Song Jae ist. An diesem Punkt möchte Huhn nichts mehr vom ehemaligen Vorsitzenden hören. Aber Choi ist da, um zu erzählen, warum Huhns Vater, Park Choi, nach Nordkorea geschickt wurde. Es stellt sich heraus, dass es einen Kunstfehlerfall im Krankenhaus von Dr. Oh Jun gab und das alles passierte unter Choi's Aufsicht. Park Cheol, der die Rolle eines medizinischen Whistleblowers spielte, wollte die Missstände des Krankenhauses aufdecken. Choi bat Cheol, die Angelegenheit zu übersehen und sagte, dass jeder Fehler macht. Aber Cheol erinnert ihn daran, dass Ärzte keine Fehler machen sollten, weil sie Leben in ihren Händen halten. Als Cheol seine Meinung nicht änderte, entschied sich Vorsitzender Choi, die volle Verantwortung für den Kunstfehler zu übernehmen, weil es unter seiner Aufsicht passiert war. Dr. Oh Jun jedoch sorgte sich mehr um die Zukunft seines Krankenhauses. Zugegeben, dass ein Kunstfehler passiert war, könnte ihre Chancen ruinieren, als Universitätskrankenhaus anerkannt zu werden. Um das Problem zu lösen, arrangierte Dr. Oh Jun ein Treffen mit Sang Seok-ju, einem Mitglied des Nationalen Verteidigungsausschusses. Genau der Mann, der Huns Vater nach Nordkorea schickte, indem er sagte, es sei ein Bedarf des Landes. Dr. Oh Jun kam auf einen Plan, der allen helfen würde. Nordkorea brauchte einen Chirurgen. Also würde das Senden von Cheol Seok-jus Mission erfüllen. Außerdem würde Dr. Oh Jun Cheol und die Kunstfehlerklage loswerden. Obwohl Cheol und sein Sohn Huhn nach Nordkorea geschickt wurden, wurde es ihnen nie erlaubt, zurückzukehren. Diese Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die Vergangenheit und die Verstrickungen zwischen den Familien und dem Krankenhaus. Es zeigt die Komplexität der Situationen, mit denen Huhn und die Menschen um ihn herum konfrontiert sind und wie die Entscheidungen der Vergangenheit bis in die Gegenwart nachwirken. Mit diesen neuen Informationen und der Unterstützung von Mr. Choi beginnt Huhn Pläne zu schmieden, wie er nicht nur das Rätsel um Song Jae lösen, sondern auch das Erbe seines Vaters ehren kann. Er steht vor der Herausforderung, die Wahrheit aufzudecken, während er gleichzeitig versucht, sein eigenes Leben und seine Karriere in Südkorea aufzubauen. Die Geschichte von Huhn, So-hyun, Song Jae und den anderen Charakteren ist eine komplexe Vermischung von persönlichen und politischen Intrigen, die zeigt, wie tief die Vergangenheit die Gegenwart beeinflussen kann. Ohne dass Mr. Choi es weiß, hatten Seok-ju und Dr. Oh-jun andere Pläne. Zurück in Nordkorea machte Huns Vater einen legendären Vaterzug, indem er das ultimative Opfer brachte, um sicherzustellen, dass sein Sohn aus dem Land fliehen konnte. Huhn kann nicht glauben, dass der beste Freund seines Vaters sie in einem anderen Land zurückließ, um einem solchen Schicksal zu begegnen. Obwohl Mr. Choi nicht wusste, dass Vater und Sohn für immer nach Nordkorea geschickt wurden, spielte er dennoch eine Rolle dabei, ihr Leben zu ruinieren. Mr. Choi sagt, dass er Mr. Cheols Körper nicht finden konnte, aber seine Sachen fand, die er dann Huhn gibt. Obwohl er wütend auf Mr. Choi ist, dankt Huhn ihm dafür, die Sachen seines Vaters zurückgeholt zu haben. Dann fragt er Choi, was mit der Familie geschah, die vom Kunstfehler betroffen war. Choi erzählt, dass kurz darauf die Frau des Mannes starb und ihr einziges Kind von einem Paar in Amerika adoptiert wurde. Huhn sagt Choi, er solle nach Amerika gehen und um Vergebung von dem Kind bitten, das wegen seiner Fahrlässigkeit zum Waisen wurde. Huhn ist entschlossen, Song Jae allein zu finden. In der Zwischenzeit lädt Soo-hyuns Vater, Dr. Oh Jun, sie und Jae-jun zum Abendessen ein und fragt nach ihren Zukunftsplänen bezüglich der Heirat. Es ist, als würde man nach dem Wetter fragen, aber mit lebenslangen Konsequenzen. Anstatt einer Heirat zuzustimmen, sagt Soo-hyun, dass sie Jae-jun mag, aber mehr Zeit braucht, um über die Ehe nachzudenken. Nachdem sie das gesagt hat, verlässt sie das Abendessen und kann nicht aufhören, an Huhn zu denken, was ihre tiefliegenden Gefühle für ihn zeigt. Gleichzeitig wird Jae-jun immer sicherer, dass So-hyun Gefühle für Huhn hat. Am nächsten Tag steht die Frau, die Huhn gerettet hat, am Rande, wackelnd wie ein Seiltänzer, über einem Alligatorengraben. Alles wegen des Drucks des Krankenhauses, die Rechnungen zu bezahlen. Sie droht sich und ihre Kinder zu verletzen und sagt, sie würde sowieso sterben, sobald sie aus dem Krankenhaus geworfen werden. Huhn ist da und erfährt von Song Jae, dass die Zwillinge Herzprobleme haben, was die Operation zur einzigen Lösung macht. Huhn sieht sich die Scans der Zwillinge an und stellt fest, dass ihr arterieller Schlauch fast blockiert ist und sie ein kleines Loch im arteriellen Septum haben. Gerade dann wird Huhn von So-hyuns Stiefbruder und dem Krankenhausmanager Oh Sang-jin angesprochen. Sang-jin ist bereit, die Polizei zu rufen, weil die Patientin als Bedrohung für die Umgebung angesehen wird. Huhn bittet Sang-jin um Hilfe und sagt, dass die Babys behandelt werden müssen, aber Sang-jin will nicht für ihre Operation bezahlen. Gerade dann ruft So-hyun Huhn an, um nach einem der Babys zu sehen, das aufgehört hat zu atmen. Während Huhn sich um das Baby kümmert, steht So-hyun draußen vor dem Raum, um sicherzustellen, dass Sang-jin und seine Sicherheitsleute die Behandlung nicht unterbrechen können.
In der Zwischenzeit gibt Huhn dem Baby Mund-zu-Mund-Beatmung und führt eine CPR durch und verwandelt den Operationssaal in ein lebensrettendes Konzert mit Huhn als Hauptdarsteller. Die Mutter atmet erleichtert auf und hält ihr Baby dank Huhns schneller und effektiver Behandlung, ist das Baby wieder in den Armen seiner Mutter. Andererseits gibt es ein Treffen zwischen dem Krankenhausmanagement von Dr. Oh-Jun und Seok-Ju, der nun zum Premierminister von Südkorea geworden ist. Seok-Ju hat eine Herzkrankheit und benötigt ein Team erfahrener Ärzte für seine bevorstehende Herzoperation. Dr. Oh-Jun hat zwei Teams für ihn ausgewählt. Eines angeführt von Jae-Chun und das andere von Hoon. Ein Wettbewerb wird angesetzt und das Gewinnerteam bekommt die Chance, die Operation am Premierminister für ihre Gruppe talentierter Ärzte durchzuführen. Hoon findet heraus, dass die Person, an der er operieren wird, dieselbe Person ist, die sein Leben und das seines Vaters ruiniert hat. Seok-Ju arbeitet mit Dr. Oh-Jun zusammen und schickte Hoons Vater nach Nordkorea, was Hoon wütend macht. Hoon sagt Dr. Choi, dass er niemals eine Operation an Seok-Ju durchführen wird, egal was passiert. Ohne Motivation gegen Jae-Jun anzutreten, gesteht Hoon ihm die Niederlage. Doch nachdem er den Zustand des Patienten begutachtet hat, kommt Hoon auf einen Plan. Er stimmt zu, am Wettbewerb teilzunehmen, nur wenn das Krankenhaus für die Operation bezahlt und dies Teil ihres Wettbewerbs macht. Diese Vereinbarung stellt sicher, dass die Zwillinge eine kostenlose Behandlung vom Krankenhaus erhalten. Später konfrontiert Hoon Seok-Ju in der Toilette und drückt seine Wut über Seok-Jus Beteiligung an der Versendung seines Vaters nach Nordkorea aus. Dann droht er dem Premierminister und verspricht, die Operation durchzuführen und sicherzustellen, dass er nicht überlebt. Ich bin Chirurg, kein Zauberer. Aber in Ihrem Fall könnte ich vielleicht ein Verschwinden bewirken, fügte er mit einem dunklen Lachen hinzu. Als Seok-Jus Sicherheitspersonal Unruhe spürt, versuchen sie, die Tür aufzubrechen. Gleichzeitig wird enthüllt, dass der Junge, dessen Vater wegen eines Kunstfehlers starb, niemand anderer als Jae-Jun ist. Er ist aus Amerika zurückgekehrt und zielt darauf ab, mit Dr. Oh-Jun abzurechnen. In der Zwischenzeit informiert Jae-Su Hoon über den bevorstehenden Wettbewerb. Er rät ihm, sich anzustrengen, da ein Scheitern Song-Jae negativ beeinflussen würde. Es ist so rätselhaft wie ein Rubik's Cube, warum Seok-Jo Hoon als Chirurgen ausgewählt hat, obwohl er von Hoons verzweifelter Absicht, sein Leben zu beenden, vollkommen bewusst ist. Es ist, als würde man einen Pyromanen als Feuerwehrmann einstellen. Hoon versucht, Jae-Jun dazu zu bringen, ihre Beziehung anzuerkennen. Jae-Jun scheint bereit zu sein, zu gestehen, aber Jin-Sus wachsamer Blick verkompliziert die Angelegenheiten. Wie sich herausstellt, wird Song-Jae nach ihrem Sturz in den Fluss von Nordkoreanern gerettet und in ein strenges Lager in Nordkorea gebracht. Jin-Su erreicht sie vor Mr. Choi und bindet sie in seine Mission ein, ein Ärzteteam für die Operation des Premierministers zusammenzustellen. Der Grund für Jin-Sus Beharren darauf, Song-Jae im Operationsteam zu haben, bleibt ein Rätsel. Später enthüllt Jin-Su Song-Jae sein Gespräch mit dem Premierminister. Er legt offen, dass der Premierminister ihn angewiesen hat, die Überwachung von Hoon einzustellen. Jin-Su hat Jae-Juns Team für seine Operation ausgewählt und wünscht, dass Jae-Jun Teil dieses Teams ist. Andererseits ist Seok-Jus rechte Hand über seine Absichten im Dunkeln gelassen. Die beiden Teams bereiten sich auf ihren bevorstehenden Wettbewerb vor, die Operation an den Zwillingen. Ein Konflikt taucht in Jae-Juns Team auf. Dr. Hoon wünscht, dass Jae-Jun ihren Freund statt So-Hyun als ersten Assistenten nominiert, aber Jae-Jun lehnt ihren Wunsch ab. So-Hyun, die an ihren Fähigkeiten zweifelt, sucht Hoons Hilfe, um die Operation virtuell zu üben. Ihre Nähe beobachtend empfindet Jae-Jun Eifersucht. Es ist, als würde man zusehen, wie jemand anderes dein Lieblingsdessert isst. Nicht nur sie, sondern auch Jae-Jun nimmt Notiz und ist unzufrieden. Anschließend bittet er So-Hyun zu einem Treffen. In der Zwischenzeit nähert sich Song-Jae Hoon und ermutigt ihn, sein Bestes im Wettbewerb zu geben und betont, dass die Einsätze höher sind, als er annimmt. Hoon bleibt verärgert über Jae-Jun, weil er die Rolle seines Anästhesisten abgelehnt hat. Er kritisiert sie dafür, egoistisch zu sein und deutet an, dass sie ihre Ruhe über das Leben der Babys stellt. Verletzt durch seine Worte verlässt Jae-Jun den Flur unter Tränen. Währenddessen informiert Jae-Jun Soo-Hyun, dass er den Freund von Dr. Hyun als seinen ersten Assistenten ausgewählt hat. Es scheint, dass er wirklich verärgert ist über Soo-Hyun, weil sie zu intim mit Hoon ist. Soo-Hyun ringt mit der Tatsache, dass Jae-Jun ihre chirurgischen Fähigkeiten in Frage stellt. Nächstes Mal bringe ich einen Clown zur Operation mit. Vielleicht nimmst du mich dann ernst, entgegnet sie. Sie zieht sich in ihr Büro zurück und weint darüber, dass ihr Freund sie nicht als kompetente Ärztin ansieht. Nachdem sie ihren Kummer gesehen hat, nähert sich Hoon Soo-Hyun und bietet ihr die Position seiner Assistentin an. Jin-Su teilt Song-Jae mit, dass er beabsichtigt, das Angebot des Premierministers abzulehnen. Er plant, die Mission gemäß ihrem Wunsch durchzuführen, nicht in Übereinstimmung mit Seok-Jo. Kurz darauf treffen Jin-Su und Song-Jae an einem anderen Ort ein, wo sie auf Jin-Sus rechter Hand, Tae-Sul, treffen. Er informiert das Duo, dass Jae-Jun nun die Operation am Premierminister durchführen wird und sie wollen, dass Song-Jae seinem Team beitritt. Als Song-Jae ablehnt, zielt Tae-Sul darauf ab, sie mit seiner Waffe zu töten. Bevor er handeln kann, entwendet Song-Jae ihm die Pistole. Nun hält sie Tae-Sul unter Waffengewalt, während Tae-Suls Handlanger ihre Waffen auf Song-Jae richten.
Gerade als der Premierminister ankommt, stimmt er zu, Song Jaes Plan zu folgen, nur wenn sie ihm ihre wahre Identität offenbart. Alle verlassen den Saal und Song Jae zeigt Seokju, ob sie eine Narbe von einer Nierentransplantation an ihrem Bauch hat. Nachdem er den Beweis gesehen hat, drückt Seokju sein Mitgefühl gegenüber Hoon aus. Ungeachtet dessen stimmt er zu, Hoon die Gelegenheit zu geben, sein Arzt zu sein. Als Song Jae dabei ist zu gehen, warnt Jin-Soo sie, dass, falls Hoon verliert, beiden Konsequenzen, schlimmer als verbrannter Toast, erwarteten, einschließlich des Risikos, ihr Leben zu verlieren. Der Wettbewerb beginnt und Jae-Joons Anästhesist führt die Anästhesie am Baby vor Hoons Team durch. Besorgt kontaktiert Dr. Moon Hoon und erkundigt sich nach der Verzögerung. Hoon erklärt, dass ihre Anästhesistin Song Jae noch nicht angekommen ist. Das Team beginnt, die Hoffnung zu verlieren, aber bald stößt Song Jae zu ihnen. Nachdem Song Jae die Anästhesie verabreicht hat, beginnt Hoon schließlich mit der Operation. Ein entscheidender Moment in der Operation ist, wenn die Teams die Herz-Lungen-Maschine anhalten. Sie haben 45 Minuten, um die Hauptschlagader zu konstruieren, und ein Scheitern innerhalb dieses Zeitraums würde zum Tod des Babys führen. Das Team, das den Prozess früher abschließt, gewinnt den Wettbewerb. Während der Operation erlebt Soo-hyun unter dem Zeitdruck Verwirrung, was dazu führt, dass sie versehentlich ein Blutgefäß durchtrennt. Es ist, als würde man das falsche Kabel in einer Bombenentschärfungsszene durchschneiden. In einem Zustand der Panik lässt sie das Skalpell fallen. Mit nur noch 9 Minuten übrig und Hoons Team noch immer daran, die Hauptschlagader zu erschaffen, scheint eine Niederlage unvermeidlich. Alles, was Song Jae in den Sinn kommt, sind Jin-Soos Warnungen. Als sie Soo-hyuns Not sieht, versucht Hoon sie zu beruhigen. Anstatt Ärger zu zeigen, motiviert er sie, das Skalpell wieder in die Hand zu nehmen und mit der Operation fortzufahren. Jedoch schließt Jae-joons Team die Operation vor ihnen ab und gewinnt den Wettbewerb. Obwohl Hoons Team den Wettbewerb verliert, gelingt es ihnen, das Leben des Babys zu retten, was für Hoon von größerer Bedeutung ist. Angesichts Hoons Niederlage im Wettbewerb beschließt Jin-Soo, ihn zu beseitigen. Gerade als er dabei ist, Hoon auszuschalten, greift Song Jae rechtzeitig ein und sieht Hoon weg, wie ein Schiedsrichter in einem Boxkampf. Es scheint, als wäre sie bereit, ihre wahre Identität als die echte Song Jae zu gestehen. Bevor sie ein Wort sagen können, unterbricht sie eine Durchsage über einen Code Blue, was auf eine lebensbedrohliche Situation in der Intensivstation hinweist. Alle Ärzte eilen schnell zur Intensivstation, wo sie entdecken, dass das von Jae-Joon operierte Baby einen niedrigen pulmonalen Gefäßwiderstand zeigt. Es benötigt eine weitere Operation, um den Fluss zu reduzieren. Mit Jae-Joons Geduld erneut destabilisiert, deutet dies darauf hin, dass er den Wettbewerb verliert und Hoons Team als Sieger hervorgeht. Hoon trifft in der Intensivstation ein und weist die Krankenschwestern an, sich auf die Operation vorzubereiten. Jae-Joon gibt streng den Befehl an Hoon, sich von dem Fall fernzuhalten und behauptet, dass das Baby sein Patient sei und er die Operation durchführen wird. Das Baby wird in den Operationssaal gebracht, wo sein Leben gerettet wird. Dr. Oh-Joon drückt jedoch seine Enttäuschung über Jae-Joon aus, weil er den Wettbewerb verloren hat. Er hatte vor, Hoon loszuwerden, aber nun ist er dazu gezwungen, ihn bis zur Operation des Premierministers zu behalten. Song Jae konfrontiert Jin-Soo und beschimpft ihn dafür, dass er ihre Mission gefährdet hat, indem er versucht hat, Hoon zu ermorden. Jin-Soo erwidert und lässt Song Jae erkennen, dass er entscheiden wird, ob Hoon getötet wird oder nicht. In der Zwischenzeit versucht Hoon, Song Jae zu kontaktieren, kann sie aber nirgendwo finden. Als er sie sieht, wie sie das Krankenhaus verlässt, folgt er ihr in seinem Lastwagen. Zu seiner Überraschung ist Song Jaes Auto vor seiner Klinik geparkt. Als er eintritt, trifft Hoon auf Song Jae, die seinen Namen sagt, wie sie es im Video getan hat. Und erkennt an, dass sie die echte Song Jae ist. Sie umarmt Hoon und Hoon verzichtet darauf zu fragen, warum sie gelogen oder ihn ignoriert hat. Alles, was ihm jetzt wichtig ist, ist in diesem Moment mit Song Jae zusammen zu sein. Nach einer langen Trennung sind die beiden endlich wieder vereint und feiern mit einem leidenschaftlichen Kuss, was die Szene zu einem romantischen Filmfinale macht. Am nächsten Tag verbringt das Paar den ganzen Tag miteinander. Später nimmt Hoon Song Jae mit in den Park und teilt ihr ihren Plan mit, das Land zu verlassen. Doch bevor sie fliehen können, kommen Jin-Soos Männer an und umzingeln sie. Agent Jin-Soo enthüllt schließlich seine Identität gegenüber Hoon, kurz bevor sein Handlanger ihn bewusstlos schlägt. Als Hoon das Bewusstsein wiedererlangt, findet er sich auf einem Stuhl gefesselt wieder. Jin-Soo bringt Song Jae in den Raum und beginnt, sie vor Hoon zu foltern. Trotz Hoons Bitten, Song Jae nicht zu verletzen, geht der Agent so weit, ihr die Kleider vom Leib zu reißen. Nachdem er Song Jae in einen anderen Raum gebracht hat, packt Jin-Soo Hoon am Haar und informiert ihn, dass er die Operation am Premierminister durchführen wird. Falls er sich weigert, droht Jin-Soo, Song Jae zu schaden. Und glaubt mir, ich bin nicht so geschickt mit dem Skalpell wie du, warnt er. Er droht Hoon auch, niemandem Song Jaes wahre Identität zu verraten. Nachdem er Hoon bewusstlos gemacht hat, trifft Jin-Soo auf Song Jae, die sich als Teil des Plans herausstellt. Später findet sich Hoon in Song Jaes Auto wieder bei Bewusstsein. Er ist allein und die Abwesenheit von Song Jae stürzt ihn in Verzweiflung. Er steigt aus dem Fahrzeug aus, seine Augen durchsuchen verzweifelt die Umgebung nach seiner verschwundenen Gefährtin. Aber leider ist sie nirgendwo zu finden. Ein Anruf bei Soo-hyun offenbart, dass Song Jae auf einer Party das Leben genießt.
Ohne einen Moment zu zögern, stößt Hoon zur Party, zieht Song Jae für ein entscheidendes Gespräch beiseite. Sie brauchen einen Plan, und zwar schnell. Hoon wirft Vorschläge in den Raum, das Land zu verlassen oder sich der Polizei zu stellen, um Jin-Soos drohender Bedrohungen zu entkommen. Aber Song Jae, die eine Realistin ist, weist sie zurück. Mit dem Premierminister im Spiel gibt es für sie keinen sicheren Hafen. Ihre einzige Option ist, nach Jin-Soos Pfeife zu tanzen, um dem Premierminister zu operieren. Song Jaes Stimme wird weicher, als sie ihre Angst gesteht, Hoon erneut zu verlieren. Eine Angst, die sie während ihrer Trennung verfolgt hat. Der Raum füllt sich mit Stille, gezeichnet von den rohen und echten Emotionen, mit denen sie beide ringen. In einer überraschenden Wendung findet sich Jae-jun vor der Tür von Dr. Oh-juns Villa wieder, bettelnd um eine weitere Chance zur Wiedergutmachung. Er fleht Dr. Oh-jun an, den Wettbewerb zu überdenken und ihm ein letztes Mal sein Vertrauen zu schenken. Aber Dr. Oh-jun ist zu sehr von Wut erfüllt, um irgendein Gespräch zu unterhalten. Während Jae-jun auf dem regennassen Boden kniet, bleibt Dr. Oh-jun gleichgültig, ohne jegliche Anzeichen von Mitgefühl zu zeigen. Diese Szene weckt schmerzhafte Erinnerungen für Jae-jun, der zurückdenkt an die Zeit, als er nach Gerechtigkeit flehend aus dem Haus geworfen wurde. Schließlich entscheidet Dr. Oh-jun, ihm eine weitere Chance zu geben. In der Zwischenzeit konzentriert sich Hoon auf einen Patienten, einen 45-Jährigen, der an einem Myokardinfarkt leidet. Der vorgeschlagene Behandlungsplan beinhaltet das Einsetzen eines ventrikulären Unterstützungsgeräts, das als Herz des Patienten dienen soll, bis eine Transplantation möglich ist. Was Hoon nicht weiß, ist, dass der Patient auch an einer Blutgerinnungsstörung leidet, wodurch sowohl das VAD als auch die Transplantation ungeeignet sind. Es obliegt Dr. John Han, Hoon über diese Bedingungen zu informieren. Doch Dr. Oh-jun verbietet ihm streng, irgendwelche Informationen über die Störung des Patienten an Hoon weiterzugeben. Jeder Ungehorsam würde in John Hans Entlassung aus dem Krankenhaus resultieren. Die Operation beginnt und Dr. Oh-jun versichert Hoon, dass der Patient keine Anomalien aufweist. Doch eine zweite Überprüfung offenbart die Wahrheit über die Blutgerinnungsstörung des Patienten. Trotz dieser entmutigenden Offenbarung weigert sich Hoon, zurückzustecken und beschließt, eine komplexe Operation namens SA am Patienten durchzuführen. Bei diesem Hochrisikoeingriff schält der Chirurg das Herz wie ein Stück Obst bei einem Sommerpicknick, entfernt das tote Gewebe und bedeckt das Herz wieder. Angesichts seiner niedrigen Erfolgsrate versuchen Ärzte diese Operation selten, wegen des hohen Risikos. Dr. Oh-jun und die anderen Ärzte schauen mit angehaltenem Atem zu, wie die Operation fortschreitet. Nach Anweisungen beginnt Dr. Jun Han, die Operation zu sabotieren. Er lockert die Klinge der Sternumsäge, als Hoon sie benutzt, löst sich die Klinge und schneidet Hoons rechte Hand. Unbeeindruckt wechselt Hoon seine Handschuhe und setzt die Operation fort. Doch die Blutung ist so stark, dass der Handschuh sich mit Blut füllt. Johns Frau Min wird misstrauisch, dass ihr Mann absichtlich versucht, die Operation zu verhindern. Sie befiehlt ihm, den Operationssaal zu verlassen, um ihres Sohnes willen. Als Min ihn wiederholt auffordert zu gehen, hat John keine andere Wahl als zu gehorchen. Sobald er den Raum verlässt, tritt Min ein und näht Hoons Wunde. Mit einem Chirurgen weniger bittet Hoon Jae-jun um Hilfe und fordert einen weiteren Chirurgen, um die Operation zu vervollständigen. Jae-jun beschließt, seinen weniger erfahrenen Chirurgen Dr. Kim zu schicken, um Hoon zu helfen. Ich hoffe, er ist besser in der Chirurgie als im Golf, scherzt Jae-jun. Aber Soo-hyun greift ein und hält ihn auf, wie ein Schiedsrichter, der ein Foul pfeift. Sie drängt Jae-jun, sich Hoons Team assistieren zu lassen, aber Jae-jun weigert sich. Er wirft ihr vor, dies nur wegen ihrer Gefühle für Hoon zu tun, die er als vorübergehend bezeichnet. Trotz seiner Warnungen trifft Soo-hyun Hoons Team bei. Mit seiner verletzten rechten Hand entscheidet sich Hoon, die Operation mit seiner linken Hand durchzuführen, was alle verblüfft, wie jemand eine so heikle Operation mit der nicht dominanten Hand durchführen kann, besonders eine mit einer so niedrigen Erfolgsrate. Trotz der zahlreichen Herausforderungen bleibt Hoon darauf fokussiert, die Operation zu vollenden. Währenddessen führt Jae-jun eine Herztransplantation bei seinem Patienten durch, was für ihn relativ einfach ist, angesichts seiner frühen Erfahrungen mit solchen Operationen. Das Team transplantiert erfolgreich das Herz und verabreicht einen elektrischen Schock. Das Herz beginnt zu schlagen und signalisiert den Erfolg der Operation. Nach der Operation wartet Hoons Team darauf, dass das Herz reagiert. Nach ein paar angespannten Momenten und ein paar elektrischen Schocks springt das Herz wieder an. Der Raum bricht in Erleichterung aus, da die kritische Operation als Erfolg erklärt wird und verwandelt den Operationssaal in eine Siegesparade. Hoon, in einem Akt der Dankbarkeit, umarmt jedes Mitglied seines Teams. Aber als er Soo-hyun erreicht, dauert ihre Umarmung ein wenig länger, ein wenig fester und deutet auf etwas mehr als berufliche Kameradschaft hin. Die Familie des Patienten, überglücklich über den erfolgreichen Eingriff, kann ihr Glück kaum fassen. Doch Dr. Oh-jun ist nicht bereit, Hoon seinen Sieg genießen zu lassen. Er weist seinen Sohn, Sayang Jen, an, Unruhe zu stiften, indem er der Familie des Patienten von Hoons riskantem Verfahren erzählt, das ohne ihre Zustimmung durchgeführt wurde. Es stellt Hoon als rücksichtslosen Arzt dar, der bereit ist, das Leben seiner Patienten zu riskieren, um seine Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Die Frau des Patienten ist empört und fordert Antworten von Hoon. Ihr wird gesagt, dass nicht genug Zeit war, ihre Zustimmung einzuholen, aber sie weigert sich, Ausreden zu akzeptieren. Alles, was sie will, ist, ihren Mann wach und wohlbehalten zu sehen.
Huhn erklärt, dass es nach einer so komplexen Operation nicht machbar ist, den Patienten sofort aufzuwecken und dass es 4 Tage dauern wird, bis er das Bewusstsein wiedererlangt. In der Zwischenzeit gelingt es Jae-joons Team, ihren Patienten nach der Herztransplantation aufzuwecken. Die Frau hat nun jedoch mehr Bedenken bezüglich ihres Mannes und erwägt sogar, Huhn wegen potenzieller Schädigung zu verklagen. Eine Komiteesitzung wird einberufen und Huhn wird bezüglich seiner Handlungen befragt. Er erklärt, dass SA die letzte Operation war und dass er nicht genug Zeit hatte, die Zustimmung der Familie einzuholen. Trotzdem fährt Jae-joon fort, Huhn zu demütigen, indem er seine Erklärungen als bloße Ausreden abtut. Obwohl er weiß, dass der Patient mehr Ruhe braucht, drängt Jae-joon Huhn dazu, den Patienten aufzuwecken, wie ein Kind, das einen schlafenden Freund bei einer Übernachtung schüttelt. Plötzlich unterbricht eine Durchsage über einen Code Blue die Verhandlungen. Als Huhn eilt, um den Patienten in der Intensivstation zu überprüfen, findet er Soo-hyun, die versucht, ihn aufzuwecken. Nicht in der Lage, Huhns Demütigung zu ertragen, nimmt sie die Sache in die eigenen Hände. Unglücklicherweise erleidet der Patient während ihrer Bemühungen einen Herzstillstand. Soo-hyun wendet Elektroschocks an und belebt das Herz erfolgreich wieder. Als die Frau sieht, dass ihr Mann das Bewusstsein nicht wiedererlangt, wird sie noch wütender auf Huhn. Wütend über Soo-hyuns Versuch, den Patienten aufzuwecken, nimmt Huhn sie mit nach draußen und regt sich über ihre unbesonnene Aktion auf. In dieser Konfrontation offenbart Soo-hyun ihre Gefühle für Huhn, indem sie erklärt, dass sie es nicht ertragen konnte, alle gegen ihn zu sehen. Huhn weist Soo-hyuns Vorschlag zurück und enthüllt alles, was Dr. Oh-joon seinem Vater angetan hat. Als Soo-hyun von dem Leid erfährt, dass Dr. Oh-joon Huhn von seinem Vater zugefügt hat, bricht sie in Tränen aus. Trotz der Erkenntnis, dass Huhn jemand anderen liebt, kann sie die Zurückweisung in diesem schwierigen Moment nicht ertragen. Song-jae tröstet sie. Am nächsten Tag besucht Soo-hyun Huhns Klinik, um sich für alles zu entschuldigen, was ihr Vater getan hat. Beim Betreten ist sie schockiert, Fotos von Song-jae und Huhn zusammen zu sehen, was ihre Beziehung offenbart. Kurz darauf kommen Song-jae und Huhn in die Klinik und finden Soo-hyun dort. Als sie erkennt, dass Song-jae und Huhn die Wahrheit vor ihr verborgen haben, verlässt sie die Klinik in Kummer und Zorn. Huhn hält sie draußen an und erklärt, dass er ihr die Wahrheit nicht sagen konnte, ähnlich wie Eltern ihren Kindern nicht erklären, wo Babys herkommen. Er weist jedoch darauf hin, dass Soo-hyun ehrlich zu ihr hätte sein sollen, anstatt die Lüge weiterzuführen. Am folgenden Tag stürmen eine Gruppe Schläger das Krankenhaus und fordern sofortige Behandlung für eine geringfügige Verletzung, als wären sie an einem Fastfood-Schalter und fragten nach zusätzlichen Ketchup-Paketen. Als die Ärzte kritischere Patienten priorisieren, verliert einer der Schläger die Beherrschung und beginnt, einen Arzt anzugreifen. Soo-hyun greift ein, aber der Mann reagiert mit einer harten Ohrfeige. Unbeeindruckt erwidert Soo-hyun den Schlag. Bevor die Situation weiter eskaliert, landet Huhn einen Schlag ins Gesicht des Mannes. Inmitten des Chaos erkennt Huhn ein weiteres bekanntes Gesicht aus seiner Vergangenheit. Dieser Handlanger übernimmt die Kontrolle und entschärft die Situation friedlich. Nach dem Vorfall teilen Soo-hyun und Huhn ein herzliches Gespräch. Soo-hyun eröffnet sich über den Schmerz, von jemandem abgelenkt zu werden, den sie zutiefst begehrt. Ähnlich wie ein Fan, der von seinem Lieblingsstar ignoriert wird. Huhn, der nicht viel anbieten kann, entschuldigt sich und bietet Trost. Song-jae, die sie zusammen sieht, bricht in Tränen aus, möglicherweise in dem Glauben, dass ihre Rückkehr in Huhns Leben die Dinge nur komplizierter gemacht hat. Der Wettbewerb ist beendet und Jae-joons Team wird ausgewählt, um am Premierminister zu operieren. Darüber hinaus wird Jae-joon als nächster Eigentümer des Krankenhauses ernannt, im Auftrag von Dr. Oh-joon. Trotz dessen, dass Huhns Patient das Bewusstsein wiedererlangt, wird Jae-joon als Arzt des Premierministers ausgewählt. Später am Abend übergibt Song-jae Jae-joon eine Akte und weist ihn an, sich Dr. Oh-joon beim Abendessen zu präsentieren. Beim Öffnen der Akte entdeckt Jae-joon Dokumente über den neuen Zweig des Krankenhauses, die Dr. Oh-joon und seinen Sohn in Veruntreuung und Bestechung verwickeln. Jae-joon gesellt sich zum Abendessen mit Dr. Oh-joon, der nach ihm und Soo-hyuns Heiratsplänen fragt. Soo-hyun versucht ihrem Vater zu sagen, dass sie keine Gefühle mehr für Jae-joon hat, aber er signalisiert ihr, still zu sein. Nachdem Dr. Oh-joon den Raum verlassen hat, sagt Jae-joon Soo-hyun, dass Huhn ein guter Mann und ihrer Liebe würdig ist. Eine Feier wird organisiert, um Jae-joons Beförderung und die Auswahl seines Teams für die Operation am Premierminister zu feiern. Die Festlichkeiten werden jedoch unterbrochen, als die Polizei Sang-jin wegen Veruntreuung und Bestechung festnimmt. Als Sang-jin abgeführt wird, trifft Jae-joon auf Huhn, der erkennt, dass Jae-joon der Sohn der Person ist, die durch einen Kunstfehler starb. Jae-joon bestätigt seine Rolle bei Sang-jins Festnahme und informiert Huhn, dass dies nur der Anfang ist. Jae-joon nähert sich Dr. Oh-joon und enthüllt, dass der Sohn des verstorbenen Mannes die Finanzdokumente ihres neuen Zweigs der Bank vorgelegt hat. Infolgedessen weigert sich die Bank, Kredite zu gewähren und fordert die Rückzahlung bestehender Kredite. Außerdem hat der Sohn mit Journalisten gesprochen, die beabsichtigen, die Veruntreuung öffentlicher Mittel und Bestechung im Zusammenhang mit der Erlangung der Genehmigung für den Zweig aufzudecken. Trotz der bevorstehenden Verluste für das Krankenhaus bleibt Dr. Oh-joon überzeugt, dass er vor 20 Jahren die richtige Entscheidung getroffen hat. Als er von dem möglichen Untergang des Krankenhauses hört, erleidet Dr. Oh-joon einen Herzschmerz. Erst dann offenbart Jae-joon sich als Drahtzieher dieser Ereignisse. Dr. Oh-joon ist schockiert, als er erfährt, dass Jae-joon die ganze Zeit Rache geplant hatte.
Als Dr. Oh-jun das Bewusstsein verliert, betritt So-hyun den Raum und findet ihren Vater auf dem Boden und Jae-jun neben ihm. So-hyun macht Jae-jun für den Zustand ihres Vaters verantwortlich. Während Dr. Oh-jun behandelt wird, ist Jae-jun und So-hyuns hasserfüllten Kommentare betroffen, wie ein Autor, der eine harte Kritik seines Buches liest. Obwohl er sich ursprünglich So-hyun als Rache genährt hatte, entwickelt er mit der Zeit echte Gefühle für sie. Dank der sofortigen medizinischen Hilfe wird Dr. Oh-juns Leben gerettet. So-hyun setzt ihre Anschuldigungen gegen Jae-jun fort, verantwortlich für den Zustand ihres Vaters zu sein. Jae-jun erklärt jedoch, dass alles, was er wollte, eine aufrichtige Entschuldigung war. Angesichts des jüngsten Vorfalls trifft Jae-jun eine lebensverändernde Entscheidung. Er beschließt, seinen Job zu kündigen. So-hyun, anstatt zu versuchen, ihn davon abzubringen, befiehlt ihm, ihr nie wieder unter die Augen zu treten. Bevor er geht, sucht Jae-jun Hoon in seinem Büro auf, um ihm für ihre gemeinsame Zeit zu danken. Er gesteht, dass seine ursprüngliche Motivation, Arzt zu werden, von Rache angetrieben wurde. Eine Motivation so mächtig, dass sie eine Rakete zum Mars antreiben könnte. Aber Hoons Einfluss lehrte ihm die Bedeutung von Geduld im Leben eines Arztes. Trotz Hoons Bitten zu bleiben und ihm zu versichern, dass So-hyun schließlich verstehen wird, kann Jae-jun sich selbst für seine Handlungen nicht vergeben und entscheidet sich, dazu zu gehen. Währenddessen erwacht Dr. Oh-jun und seine erste Frage gilt Jae-jun, So-hyun. Verwirrt fragt er, warum er sich um jemanden sorgt, der ihn sterben ließ. Doch Dr. Oh-jun enthüllt eine schockierende Wahrheit. Er war Jae-jun, der ihm das Leben rettete, indem er Herzdruckmassage durchführte. Diese Offenbarung zwingt So-hyun, ihre harte Beurteilung von Jae-jun zu überdenken. Sie versucht, ihn davon abzuhalten zu gehen, aber es ist zu spät. Er ist bereits gegangen. Während Dr. Oh-jun sich erholt, übernimmt So-hyun seine Verantwortlichkeiten. Unterdessen konfrontiert Song-jae-hoon wütend darüber, dass er ihr Leben über das ihres Vaters gestellt hat. Sie erklärt, dass sie ihn nicht mehr liebt und will, dass er aus ihrem Leben verschwindet. Aber als Hoon sie an die guten Zeiten erinnert, die sie geteilt haben, trifft die Nostalgie härter als ein vergessenes Lied aus den 90ern. Song-jae bricht zusammen und gesteht ihre Liebe zu ihm. Sie gibt zu, dass sie ihn weggestoßen hat, um seine Sicherheit zu gewährleisten, im Glauben, dass sie die Ursache seiner Probleme war.